Willkommen bei Pokémon Stotterfrei, immer noch mit genervter Laune. Was ist genervte Laune? Was willst du von mir? Bist du nicht eigentlich ein Typ, gegen den ich kämpfen wollte? Dann funktioniert der Kampf eben nicht, soll mir recht sein. Ich will... Ah, dann bist du endlich los. Lass uns das schnell hinter uns bringen. Lass uns das schnell hinter uns bringen. Das ist doch der letzte Pump, den ich heute mache, weil mehr ertrage ich heute definitiv nicht. Ja, ganz toll, ja. Super, machst du das mit deinem scheiß Laune auch? Kannst du das mal bitte ganz schnell erledigt haben? Ja, so, ja, voll. Blumen und Blumen dran. Ganz schön, ganz toll. Bla bla bla, oh, es ist weg, Mensch, wie schade, aber auch, oh, super, wo ist er denn hin, Mensch, dann ist er ja weg, oh, das kannst du gegen mich, ne, na ja, voll, na, 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 los, jetzt geht's ja. Fühlt sich toll, ne, fühlt sich richtig toll, ne. Heilung, Mist, Frau. So. Ganz ehrlich, wenn euch das LP nicht mehr gefällt, wenn ich nur noch rumfluche und alles so scheiße finde, ihr könnt es natürlich auch aufhören zu gucken. Ich denke mal, es wird eh nicht mehr allzu lange dauern. Ich hätte mal in Part 100, in den 120ern oder so, wenn ich irgendwann vorbei, wenn ich das Ding hier durch habe. Kann ich mir vorstellen, locker. Ehrlich, ich zwinge auch niemanden, das immer weiter zu gucken, weil meine Laune wahrscheinlich nicht mehr besser wird bis zum Ende des Spiels. Ich finde, es macht keinen Spaß, irgendwas zu sehen, wo der eine Typ sich über wirklich nur noch genervt ist, nur noch sich über alles beschwert. Auch wenn es nachvollziehbar ist, wie ich reagiere, aber ich würde mir das nicht angucken. Ich bin so ehrlich, ich würde mir das nicht angucken, wenn ein Typ sich nur noch über alles genervt aufregt. Müsste das jetzt vierfach effektiv sein? Ich gehe davon aus, oh, das hat nur so viel, aber egal. Okay. Sorry, es ist ein interessanter Kampf allerdings. Das könnte ja ganz schön werden. Wall. Okay. Nächstes, was haben wir jetzt im Angebot? Hm? Hättest du mal nicht willst, oder? Nö, das brauchst du jetzt auch nicht mehr. Ich kann bestimmt, wir sind bald durch mit dem LP. Dran hast du wieder vorbeigebracht. Weißt du nicht mehr, was da letztes Mal passiert ist, als da war und du weißt jetzt auf Level 66, jetzt muss es nicht viel bedrohlicher als vorher. Was es auch nicht tut. Guck dir das mal an. Egal, was jetzt kommt, ich werde überleben und werde dich dann angreifen, dann bist du weg. Oh, wie schlimm, 40 Schaden. Okay, bye bye. Das wäre wirklich bitter, wenn ich ein legendäres Pokémon auf so einem Level einsetze und dann ist es mit zwei Angriffen locker mit Licht ohne viel ausgerichtet zu haben. Und Magmortar, okay, ganz normal mit Wasser. Zum Level sage ich jetzt mal gar nichts. Der Macher hat da wohl den Arsch offen. Einfach mal sich zu sagen, okay, dann wird es nochmal 4 Level höher als das höchste Level überhaupt war. Anstatt einfach vielleicht auf 67 oder 68 zu gehen, gleich mal auf 70 hoch. Du kriegst einen Vogel von mir, kriegst du Spiele machen, du kriegst einen Vogel ab, du kriegst echt einen Vogel ab. Kein Wunder, dass du nur 3 Pokémon hast, wenn das jetzt zu so was von übertrieben ist. Und das ist auch ab, ey. Mann, ey. Ganz toll, ja. Jetzt kommen wahrscheinlich die anderen vorbei, ne? Kann ich mir vorstellen. Bla bla, da ist kein Grauner mehr und tschüss. Oh, das kommt keiner vorbei. Nein, ich will. Bist du zu doof? Ja, es ist auch kein Wunder, dass ich irritiert bin, wenn ich zweimal, wenn ich unten rangehe. Ich bin unten reingegangen und tauche unten auch wieder auf. Oder was? Das ist komisch. Ich weiß ja nicht, wo ich lang muss, fällt mir gerade mal so auf. Was nicht so schön ist. Jetzt bin ich wieder falsch, ne? Ich bin herrlich falsch, glaube ich. Jetzt machen wir Escape, Bro. Tschüss. So, ich habe keinen Plan, wo ich jetzt hin muss. Okay, kurzer Schnitt. Okay. Okay. Ratet mal, wo ich jetzt hin muss. Ich muss jetzt mit dem Teleport zur Festerzone. Warum war da gerade so ein komisches Gegenstoßgeräusch, als ich mich gerade teleportiert habe, man weiß es nicht.
Und jetzt kann ich ganz random diese Leute hier ansprechen. Und man kann hier weiter. Völlig random. Völlig random kann ich hier jetzt plötzlich weiter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Woher soll man das so spontan wissen? Haben die das irgendwie gesagt, die Team Magma Leute gerade? Ich hab keinen Plan. Ich hab's nicht gelesen beiläufig. Aber ich kann jetzt hier einfach so ohne weiteren Grund weitermachen. Okay. Jetzt laufen wir jetzt einfach mal so lang und finden Steine, Wasser und finden das Rote ergeben. Ja, ist klar. Aha, habt ihr euch hier gedacht, war jetzt nur so ein Seitenleingang hier? Schlawiner, ey, ist da bestimmt noch was versteckt. Oh, ist tatsächlich noch was versteckt. Nö. Dann wird das hier wahrscheinlich der richtige Weg sein, dann gehen wir erstmal in die Höhle rein. Nein, ich bin jetzt noch nicht wach. Jetzt gehen wir hier durch erstmal. Wie durch. Wie, der Himmelsturm. Wir machen ihn einfach. Wenn er denn gehen würde. Und nicht irgendwie komplett zugebaut ist, ohne dass was ist. Was ist denn das schon wieder für ein Quatsch? Das ist jetzt der. Okay, ach, das ist doch. Hat doch immer das schon wieder voll hier. Man weiß es nicht, es ist einfach nur bescheuert, wer ist es nicht? Mann. Dann müssen wir aber doch hier hin. Na, wen holen wir denn nach vorne? Ich habe meine Pokémon noch gar nicht so geheilt. Ich gerade, was soll das? Ist mir sowas von egal. Das werden wir aber noch durchschaffen, oder? Zack. Oh, sie, aber mittlerweile erkennen sie meine Präsenz sogar schon an. Der Typ sah sehr stark aus. Am Anfang haben die Trainer dort gesagt, ich sehe schwach aus, ne? Aber jetzt spüren sie die Aura eines Champions mittlerweile schon selbst. Euer Level interessiert mich nicht so, muss ich jetzt mal auch gestehen. Ne? Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ihr seid mega pro, weil ihr so hoch seid vom Level, aber das ist relativ uninteressant für mich. Mantak zum Beispiel gibt jetzt vierfach Schaden ab und liegt damit auch schon gleich im Staub. Oder im Wasser, wo auch immer hier Staub sein soll, ne? Ich versuche jetzt wieder so ein bisschen bessere Laune zu haben nach diesem völlig behinderten Team Magma-Abschnitt. Mal sehen, ob es mir gelingen wird. Ich denke es. Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht, dass ich bessere Laune haben werde. Zumindest nicht nach so einer Aktion. Wir können jetzt mal ein Erdbeben ausprobieren. Ja, doppelter Angriff. Achso, erst auf Herzbogen, deswegen stand da gerade nicht erst der Fackel. Schon gedacht irgendwie, dass er Aquana hat, so ein Schutzmechanismus. What the hell? Nein! Nicht schon wieder! Ein oder zwei KP übrig in deiner Heilung! Immer wieder dieser kurze Bereich, wo es hätte noch bedingt werden müssen und dich dann hochheilen. Das ist so scheiße! Oh. Das kam jetzt überraschend. 56, Erstvogel. Schwimmer, blablabla, Schwimmer, blablabla, Musik. Lass mich mal weiter hier. Guck mal, sind wir schon wieder auf dem Land. Da sind wir auch schon wieder nicht. Das war jetzt alles. Da waren zwei Trainer und das war alles. Kurz Pokémon, blablabla, like a view. Okay. Mich interessiert auch gar nicht, was die Leute zusammen haben. Ich renne einfach nur irgendwo hin, rede mit allen und dann ist mal. Oh, das ist voll scary hier. Los, Pokémon, bam. Da. Grüner Rekord, blablabla. Was auch immer die sagen, ich rede einfach nur, weil ich denke, die geben mir Items oder was. Was macht ihr so? Du willst auch in der Mitte laufen? Nö, willst du nicht. Da, Place. Was willst du denn? Das ist irgendwie nicht schon die dritte Person, die sich meine Pokémon angucken, wie sie aufgezogen wurden. Oh, und lift ihr, blablabla, like a baby. Firetar, blablabla. Gibt's kein Pokécenter oder was? Doch hier. Omniheim. So, das ist das Brett. Eine einsame Frau liegt hier, sitzt hier rum. Ah, es ist mir auch was Neues aufgefallen an diesem Pokémon-Center, in dem.
völlig neuen Orten, nämlich dass da keine Treppe zum Hoch fahren muss. Interessantes Detail, was auch immer uns das sagen soll. So, ungefähr 5 Minuten kann ich noch machen. Ungefähr. Oh, guck mal, ich bin hinter der Spitze. So ein bisschen zweideutig sieht es ja schon aus. Aber wenn das nur eine kranke Fantasie ist, okay, also eine random Route, da wollen wir nicht hin. Ich wollte erstmal den Turm angucken. Das ist wahrscheinlich einfach nur der Pyro Tower mit Trainern, genau. Ihre sind noch keine Trainer, aber es werden noch welche kommen. Gucken wir mal den Lord. Genau, jetzt können wir hier hochladen, jetzt können wir gegen Trainer kämpfen müssen, ja. Hier muss ich ja doch noch ein paar machen wahrscheinlich, weil die will ich dann doch noch gerne alle weg haben hier. Mit einem Mal. Na, schauen wir das mal an. Was passieren wird. Oh, ja, Sound, was war das denn? Das gefällt mir jetzt schon gar nicht. Nö, komplett die Teamhaus wegzunehmen, weil das ist doof. Das ist richtig doof. Mal gucken, wo am besten. Die Welle da, ne? So am besten, ja. Das geht gar nicht gegen die beiden hier. So macht das Sinn. Weiter an dieser Stelle bitte nicht. So, es geht weiter. Ich muss gerade einen kurzen Schnitt setzen. Okay, also, ich wollte gerade vorhin sagen, es war da nicht ganz das Schockwort, als der Schnabel kam. Das war eine interessante Wahl vom Gegner. Einfach mal ein Elektro-Pokémon mit so einer Attacke anzugreifen. Das war schlau. Und genau deswegen wollte ich nicht das Shiyoko Erdbeben lernen, weil ich dann irgendwie nicht mehr in der Peilung habe, dass das gar nicht das Erdbeben von kleinem ist, das den anderen nicht schaden wird. Jetzt habe ich zweimal Erdbeben wahrscheinlich eingesetzt, was dem Gegner keinen Schaden mehr zufügt. Doch. Wow. Oh, ey, nee, danach ist Schluss für heute, ehrlich. Egal, was hier gerade in diesem Turm läuft, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin ja selbst so blöd, jetzt ihre Attacken richtig zu bestimmen. Was mache ich denn jetzt? Das ist doch jetzt völlig. Nein, das wollte ich nicht! Oh, er hat jetzt funktioniert. Okay, ich wollte es doch. Das war strange. Das war sehr strange. Naja, was soll's. Das macht kleiner Pamir aus mit so wenig KP, weil da ist mir doch das egal. Kämpfer. Mit sowas von Wumpf, muss ich sagen, tut mir leid. Das wird nichts werden, so kleiner. Oh, das ist gar nicht kleiner, bevor er so Schockwurz wollen er dann. Ausdauer, wohin auch immer. Das ist der letzte Trainer auch in dem Part, oder beziehungsweise in meiner Aufnahme ist heute noch mal Schluss vor. Dann nichts mehr. Und dann müsste jetzt eigentlich genau aus. Oh, es kommt. Oh, es überlebt sowieso. Ich schmeiß das Spiel so in den Mülltonne, wenn ich damit fertig bin mit dem Spiel. Ne? Ich schmeiß es so in meinen Papierkorb und lösche es dann instant. Beendet, Schockwurz beendet. Danke. Das war's. Bis zum nächsten Part. Vielleicht gibt's auch keinen mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel, ey, Schiss.